Yo Leute, herzlich willkommen zu Splatoon Global Testfire. Ja Leute, die Demo zu Splatoon ist draußen und ich dachte, wir zocken das Ganze mal gemeinsam ein bisschen an und finden mal heraus, wie cool das Ganze ist. Hier steht's ja auch unten, die Vollversion ist ab dem 29. Mai erhältlich, aber dann später dazu mehr. Heute zocken wir die Demo Global Testfire und ich bin ja echt mal gespannt. Ich bin ja wirklich ein bisschen gehypt auf das Spiel. Und ja, ich werde mir das Spiel auch holen, denke ich. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das ist. So, Mädchen oder Jungen? Ich finde ja das Mädchen um einiges cooler als den Jungen, deswegen nehme ich auch das Mädchen. So, wie sieht man aus? Wir können jetzt mal die Hautfarbe hier auswählen. Ja, ganz so weiß will ich jetzt auch nicht. Ganz so schwarz aber auch nicht. Wir machen so ein Mittelding hier so. Machen wir mal den hier. Und eine Augenfarbe. Okay. Das sieht ganz cool aus. So Türkis hat Stil. Gefällt dir das so? Yo. Yo, wollte ich sagen. Ja, und los, Mann. Ha, Leute, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Merkt man vielleicht, dass ich ein bisschen nervös bin. So, aber egal, es wird cool. Hey du, hast du das Zeug, einen echten coolen Tintenfisch zu werden? Ja. Da hast du einen langen Weg vor dir. Fangen wir mit den Grundlagen an. Wow, okay. Also gesteuert wird quasi per Motion Control, also mit Bewegungen so. Ich bin ja mal gespannt, wie das ist. So, schießen mit Hilfe von ZR. Ach, das ist so cool. Okay, wir sollen jetzt Ballons abballern. Wie laufe ich hier? Achso, ich muss ballern. Yeah! Okay. Ach, das ist so eine schöne Steuerung, Leute. Beweg dich mit dem linken Analogstick. Und mit dem rechten kann man sich umgucken. Also kann man ja auch... Ne, man kann mit dem... Okay, das ist ein bisschen tricky jetzt hier mit dem Umgucken und Schießen und Zielen. Okay, aber das geht. Das geht voll klar. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Aber mit der Bewegungssteuerung, da kann man auch wirklich präzise zielen. Von daher ist das Ganze cool. So, mit Y setzt du die Kamera zurück. Yeah, voll cool. So, dann schießen wir mal weiter ab hier. Ach man, ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich bin ja echt mal gespannt, wie die Demo so ist. So, ja, ja, Kamera zurücksetzen, habe ich gecheckt. Halte ZL gedrückt und werde zum Tintenfisch. Okay, so wird man also zum Tintenfisch. Ach, das ist schön, Leute. Wer von euch hat die Demo denn auch und wer von euch freut sich denn auch so auf das Spiel? Wer ist denn genauso gehypt wie ich? Also ich dachte ja anfangs echt, das Spiel ja, wird nicht so cool, aber mittlerweile habe ich echt richtig Bock auf das Spiel. So, wir färben hier mal alles ein und dann können wir da mit Tintenfisch-Mode da hoch. Ach, so schön, ich mag das jetzt schon. So, wir können auch, glaube ich, normal springen. Moment, ah, hier mit X können wir auch normal springen. So, zack, so mal einfärben hier und... Yay! Yeah! Mann, wir sind cool. So, zack, zack, zack. Ach, das ist schön. So, da können wir unten drunter durch. Ja. Man spielt das gerade zum ersten Mal. Und oh, 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 oh. Okay. Man nimmt also Schaden bei gegnerischen Farbklecksen hier. Bei gegnerischen Tinte. Okay, wir müssen jetzt hier alles umfärben. Dann machen wir das einfach mal. Ach, so schön. So, rup. Also man lädt quasi Tinte wieder auf, wenn man... Ah, okay, wenn man quasi dann als Tintenfisch da rumeiert. Okay, verstanden, verstanden. Cool. Ach, und hinten auf dem Rücken, glaube ich, sieht man auch ganz regulär, glaube ich, wie viel Farben man noch hat. So, drücke R, um Bomben zu werfen. Oh, das ist cool. Bombs away. Bands. Oh yeah, wir sind cool. Da hoch muss ich, okay. Blab, 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 blab. Und da hoch. Ach, es ist nice. Leute, es ist so nice. So, und... Yeah, wir sind cool. So, genug aufgewärmt. Drücke ZL und bla bla bla. Okay. ZL. Und jetzt... Woo! Okay, das war's dann wohl mit dem Training. Wähle eine Waffe. Okay, jetzt geht's, glaube ich, wirklich los mit Online-Matches und so. Also, wir haben vier Waffen anscheinend. Den Junior-Kleckser mit irgendwelchen Zusatzdingens. Achso, das sind immer so ein paar Zusatz... Items, die man dann dabei hat, bei den verschiedenen Waffen, okay. Junior Kleckser, Kleckser, Klecksroller und den Kleckskonzentrator. So, das ist so eine Art, ja, Sniper-Gewehr. Damit kann man alles einfärben und rollen. Und das sind so die Standardwaffen, denke ich. Ich nehme einfach mal den Kleckser. Ich habe keine Ahnung. Okay, nehmen wir mal den Kleckser, Leute. Bin mal gespannt. Möchtest du an einem Kampf teilnehmen? Der Kampf beginnt, sobald 8 Teilnehmer gefunden werden. Yo.
Ganz nebenbei, Leute, ich werde hier keinen Cut setzen. Ich werde schon einen Cut setzen, so meine ich das, aber ich werde nicht abmoderieren. Ich werde jetzt durchgehend aufnehmen, nur bei 20 Minuten dann einfach einen Cut setzen zwischendrin und dann den nächsten Part davon beginnen, halt ohne Anmoderation. Nur, dass ihr Bescheid wisst, einfach mal, dass ich jetzt gerade am Stück das Ganze hier aufnehme, weil ich werde, glaube ich, mitten in einem Online-Match nicht unbedingt jetzt, da Pause machen können. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich noch spielen kann. Das ist ja alles zeitlich begrenzt. Von daher, ich glaube, so in einer halben Stunde ist es eh vorbei. Aber so lange nehme ich noch auf. So, Revierkampf. Färbe irgendwie alles ein. Okay. Oh, Leute, ich bin voll nervös. Ich bin mega nervös. Und wir sind alles Weibchen. Nein, die Gegner sind alles Weibchen. Okay. Oh Gott. Okay, okay. Leute, ich bin nervös. Bin mal gespannt, wie gut ich mich schlagen werde. Weil es ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Umgucken. Und mit dem Zielen. Von daher hoffe ich, dass ich das alles halbwegs gebacken kriege. So, geht's da drüber? Hä, wo bin ich denn hier? Moment, da geht gar keine Party ab, Leute. Ich muss irgendwo hin, wo die Party abgeht. Wo sind die Enemies? Moment. Ey, kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Ich bin Shooter erprobt. Hoffe ich zumindest. Haha, also nichts kommt gegen mich. No one fuck with mich und so. Ihr wisst Bescheid. Aber mal gucken, wie ich mich in der ersten Runde schlage. Ich denke, das ist, wenn man da ein bisschen dran gewöhnt hat. Und die Steuerung, Alter. Ernsthaft, hör damit auf. Moment, wir hauen mal ab. Ich will ja jetzt nicht sterben. Von da oben. Moment. Ah, ich komme so weit nicht. Haha, shoot ya. Ja, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen Shooter erprobt ist, dann klappt das Ganze halbwegs. Ich meine, es ist nicht der erste Shooter, den ich spiele, aber es spielt sich schon ein bisschen anders mit der Motion-Steuerung und mit, bist du ein Gegner oder ein Freund? Bist du ein Freund, okay. Es spielt sich halt schon ein bisschen anders mit der Bewegungssteuerung und mit den Farben vor allem. Es geht ja nicht darum, wie viele Gegner man abballert, sondern es geht ja quasi darum, wer mehr Gebiet einnimmt. Und das ist halt ein bisschen, da muss man sich dran gewöhnen erstmal. So, zack. Haha! Moment, da oben. Und wenn da oben steht einer drauf, oh Gott, da komme ich nicht dran. Wenn der eine Sniper hat, ist alles kaputt, dann bin ich verloren. Und wir gehen mal da hinten hin und färben mal ein bisschen Gebiet ein. Da hinten ist, glaube ich, keiner. So. Weil wir müssen ja auch wirklich uns drum kümmern, mal die ganze Sache einzufärben, nur noch eine Minute. Ja, das Ganze geht auf Zeit, logischerweise. Und wer am Ende halt mehr Gebiet eingefärbt hat, der ist der ultimative Chef hier im Ring. So, wo ist denn hier jetzt noch was zum Einfärben? So, hier noch irgendwo so ein bisschen, ich hab keine Ahnung, ich gebe mir gerade voll Mühe, Sachen einzufärben. Aber hier scheint anscheinend keine Party mehr abzugehen. Wir gehen einfach mal gucken, wo die Party geht. Da hinten irgendwo scheint eine Party zu gehen, aber... Ah! Kannst du damit aufhören, hier mit dem... Na, hier, irgendwo. Nein, 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 nein! Ich hab ihn aber auch noch, ne? Das war ein Double KO. Okay, mit Junior Klecks erledigt. So, jetzt kann man sich hier irgendwie doch beamen, ne? Moment, auf der Karte kann man sich da hinklicken. Ah, genau. Und jetzt wird man da hingeschossen quasi zu einem Part. Das war irgendwie Fail. Okay, die Zeit läuft ab, Leute. Packen wir das noch? Ich habe keine Ahnung jetzt gerade, wie es aussieht. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, das war die erste Runde. Mal gucken, wie ich mich geschlagen habe. Das sieht gut aus, oder? Das sieht sehr gut aus. Ja, Leute, wir haben das erste Spiel gewonnen. Haha, das ist cool. Mal gucken, wie viel der Platz ich bin. Ich bin die einzige Vibe in dem Team. Ich bin Zweiter. Jawohl, das ist cool. Ey, fürs erste Mal spielen gleich Zweiter und gewonnen das erste. Das finde ich cool. Sollen wir mal weitermachen? Ah, das ist schön. So, ich will jetzt auch gerne mal ein paar andere Waffen ausprobieren. Kann man das jetzt irgendwie ändern nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich trinke mal was. Und der Kampf beginnt, okay. Kann ich hier jetzt irgendwas auswählen? Nö. Ich will doch nur eine Waffe wechseln. Keine Ahnung, wo das jetzt geht. Irgendwo kann man es bestimmt auch machen, aber ich habe es gerade irgendwie verpeilt wahrscheinlich. Aber egal, da baller ich halt einfach noch ein bisschen weiter rum. Yeah, let's go. Ich glaube, wenn man halt nicht unbedingt damit aufnimmt, ich habe ja noch vor mir ein Mikrofon, was mich auch ein bisschen behindert noch beim Zielen hier. Schon wenn man hier sich frei bewegen kann mit der Motion Control, läuft das Ganze noch einen Tick besser ab. Also ich denke, man kann sich an diese Steuerung durchaus gewöhnen.
So, zack, zack, zack. Da hinten sind noch irgendwo schon Enemies. Haha. Nicht mit mir, Typ. Nicht mit mir. Nicht mit dem Shooter Bro Pades. Ich bin der Shooter Bro Pades. Da hinten. Moment, der kommt doch hier irgendwo. Moment, da hinten. Nein, der ist geschützt. Warum ist der geschützt? Moment, was geht denn hier ab? Moment, Moment. Ich bin gerade ein bisschen in der Bredouille. Yeah. Okay, Moment. Wir müssen hier ein bisschen Gebiet einnehmen. Wir werden hier gerade ein bisschen überrollt. Hier. Aha! Okay, okay, cool. Ich glaube, wir kriegen das Ganze ganz cool hin hier bis jetzt. Moment, da ist einer. Hey, ich treffe den. Ah, Mann, meine Waffe, die ist von der Reichweite her ein bisschen lame, ey. Moment. Da war doch gerade eine. Nein! Ja! Ja! Na, verdammt. Ich versuche auch ständig mit dem C-Stick zu zielen. Okay, das waren drei Stück. Das war ein bisschen fies, muss man schon zugeben. So, Mann, ich will jetzt mal hier vor. Moment. Da kann ich schon irgendwie da hinschießen jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie funktioniert denn das? Ich will da hin, mich. Ah. Okay, das war cool. Yeah, ich hab's gecheckt irgendwie. Okay, wie steht's dann hier um unsere Punkte? Sind wir cool? Sind wir weniger cool? Keine Ahnung gerade. Ah! Scheiße, der kam plötzlich um die Ecke. Das war mir zu viel. Okay. So, zack, Moment, ich will mich da hinschießen. Wie geht das nochmal? Ich verstehe das gerade nicht so ganz, wie das funktioniert mit dem Schießen. Da bin ich gerade ein bisschen zu blöd für, muss ich zugeben. Noch eine Minute. Okay, da wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Zack. Zack. Mann, hier ist wieder mal aufgeräumt. Zack. Pades am Stissel. Okay, da hat er mich gekillt. Aber ich habe drei Stück halt gemacht, glaube ich, davor. Hab schneller. Da wir noch ein bisschen was gebacken kriegen hier. So, ich fange einfach mal von da hinten an. Man kann sich ja schnell mit dem Tintenfisch-Mode hier durchangeln. So, Moment. Zack. Wo ist der Typ? Nein, nein. Hallo? Ich habe ihn aber auch gekillt, oder? Ich habe ihn irgendwie auch gekillt. Mann, es ist gar nicht so einfach hier, muss man schon zugeben. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich würde lieber mit dem C-Stick zielen, wenn ich ganz ehrlich bin. So, zack, komm. Yeah, okay, cool. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen hier Gebiet klar machen. Naiei. Jawohl, okay. Nein. Ah, fuck. Okay, Moment, ich baller da hinten irgendwo noch hin. Oh Gott. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das ausgegangen ist. Na, das sieht nicht so gut aus für uns. Okay, diesmal haben sie uns fertig gemacht. Verdammt! Weil habe ich so viele schöne Kills gemacht. Hat mir so eine Mühe gegeben. Ja, und ich bin erster von uns. Mann, ich habe 10 Kills gemacht anscheinend. Ich hab oben, das ist Kills. Oh, ich kann eine Waffe. Oh, neue Waffe, das will ich. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich will mal wissen, was der Junior-Kleckser ist. Was ist der Unterschied zum normalen Kleckser? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ich bräuchte eine Waffe, die ein bisschen weiter schießt. Aber ich glaube... Was ist jetzt los? Konnte keine Verbindung zum Gerät hergestellt? Nee. Mann. Was ist jetzt los? Uncool. Lass mich mitmachen. Ich bin so ein... Pattes, der will mitspielen. Bitte. Komm schon. Kämpfe werden geloaden. Okay, jetzt geht's, glaube ich, los. Okay, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich brauche eigentlich eine Waffe, hätte ich gerne, die ein bisschen weiter schießt. Aber das Problem ist, die glaube ich, diese Präzisionswaffe, die ein bisschen weiter schießt, die kann halt nicht so gut die Farbe verteilen, ne? Die ist halt ein bisschen lame dann mit, ja, hier, Farbbereich einnehmen und sowas. Ich würde mich ja auch freuen, wenn es irgendwann noch so einen Modus geben würde, wo es einfach nur darum geht, zu ballern. Ja, also ich nur so ohne Farbbereiche, wer mehr Farbe hat und so. Einfach nur so ballern, fände ich eigentlich auch cool, so mit Punkten und so. Aber das will Nintendo anscheinend nicht, weil es ihnen zu sehr eine Anspielung auf, es geht nur um ballern und töten und das ist ja nicht Nintendo-like und boah. Naja, egal. Ich motze zu viel. Das ist motzen auf hohem Niveau. Das Spiel macht trotzdem sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und jetzt habe ich ja die normale... Ja, die normale Knarre oder so. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt besser oder schlechter macht. Finden wir es heraus. So, ich will auch eigentlich gar nicht zu sehr hier jetzt frontal langlaufen. Deswegen, wir halten uns mal ein bisschen an der Seite. Weil das muss man ja auch einnehmen. So, wir haben noch einen kleinen Kollegen am Stissel hier. Tobi. Der Tobi, der hilft mir gerade ein bisschen hier Sachen einfärben.
So, zack, zack, zack. Jawolla. Ja, wir haben eine gekillt. Ey, du da oben, kannst du mal aufhören? Was ist denn hier los? Das ist mal gar nicht cool. So, jetzt aber hier, Moment. So, jetzt hier, zack. Ah. Ach so, zu manchen kann man sich gar nicht teleportieren, deswegen ging es vorhin auch nicht. Das sind bloß, man muss halt aufs Gamepad gucken und da stehen dann halt so mal ein paar drin. Zu denen, Mann! Wow, der hat eine Bombe geworfen. Man kann man eigentlich schon eine Bombe werfen? Ja, auf jeden Fall kann man sich nur zu manchen teleportieren, muss halt aufs Gamepad gucken und dann da draufklicken, zu dem man will. Und dann wird man auch dahin geschossen. Yeah! Hab ich das auch mal gecheckt jetzt? Und dann ist man gleich mitten im Getümmel! Ich treff grad gar nichts. Was ist denn hier los? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dieser Roller ist auch ganz cool. Ich glaube, der macht ganz schön viel. Ja, der deckt ganz viel ab. Das Problem ist, er kann halt nicht schießen, aber dafür kann er halt viel abdecken. Komm mal her. Nein, nein, nein. Okay, wir gehen mal da oben lang, würde ich sagen. Hä, ich komm da nicht hoch? Er kann da nicht hoch. Moment, zack, 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 zack. Yeah. No one fuck with the bitch. So. Moment, da geht's lang. So, zack, zack, zack. Na, wo kommen die Bitch alle her? Die waren alle in der Tinte begraben. Das ist fies. Okay, Moment, ich will da vor irgendwo. Schieße mich. Oh, er wollte mich nicht schießen. Aber die waren alle gerade kaputt, glaube ich. Deswegen ging das gerade nicht. Noch 1 minute left. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt der Unterschied ist zwischen der Waffe hier und zwischen der anderen. Das kommt mir alles total gleich vor. Habe ich ihn gekillt? Ich habe zumindest geholfen. Man, es ist gar nicht so einfach, muss man sagen. Das muss man da schon ein bisschen, ja. Aber es sieht ganz gut aus von der Farbverteilung her, glaube ich. Ich mache hier immer noch ein bisschen. Moment, da ist einer. Nein, kannst du mal aufhören damit? Mann, es nervt mich, wenn ich verkacke. Man, ich bewege mich so viel mit dem Gamepad, das ist mein Problem. So, Schuss. Aber es ist, guck doch mal, es ist alles wunderschön. Man, wir gehen mal ein bisschen zurück. Weil ich will ja auch alles schön einpinseln. Das geht ja darum, hier alles schön einzupinseln. Und nicht da Angriffsmodus zu starten. Deswegen, ich werde hier mal ein bisschen was einpinseln. Was noch in der Farbe ist. Das war auch ganz cool. Das hat noch irgendwas geholfen bestimmt, dass ich da hinten noch ein bisschen blau gemacht habe. Oh, wird eng. Das wird eng. Boah, gerade so, aber ne, es war relativ knapp auf jeden Fall. Yay, und da dancen sie wieder ab und wir kriegen einen Bonus. Und ich bin Dritter nur. Wow, wir waren ein sehr starkes Team auf jeden Fall, okay. Das ist cool, so, ich würde gerne nochmal die Waffe wechseln, weil ich würde gerne alle Waffen mal zeigen, wenn das irgendwie funktioniert. Nochmal den Klecksroller, jetzt bin ich echt mal gespannt, wie es mit diesem Gerät arbeitet. Mit dem kann man ja echt einfach nur viel eindecken mit Farbe und Tinte. Und das ist halt weniger dafür gedacht zu kämpfen, würde ich mal behaupten. An der Front sind dann eher so die Schützen und ich bin eher so der flächendeckende Bereichsabsicherer, sagen wir mal so. Oder der den Weg ebnet oder irgend sowas. Ich bin mal gespannt, also ich habe mich jetzt noch nicht so ganz festgelegt, was ich spielen werde in Zukunft. Aber es sieht diese Standardknarren, die sind irgendwie ein bisschen lame auch von der Distanz her. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, Kämpfe werden gesucht. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dann auch gleich mal losgehen würde. Ansonsten trinke ich halt noch schnell was. Das ist auch kein Problem. Habe ich echt kein Problem mit. So, los geht's. Cool.